Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Sichkos Tech World. Mein Name ist Silvan und wie ihr vielleicht hier unschwer erkennen könnt, habe ich hier eine VR-Brille, genauer gesagt die MetaQuest 3 ist bei mir neu eingezogen. Aber es geht eigentlich nicht um die VR-Brille direkt, sondern eigentlich um das Zubehör. Und um noch genauer zu sagen, geht es um eine Schutzhülle oder um Schutzhüllen für den Controller der Quest 3. Diesen seht ihr hier auch schon auf dem Tisch liegen und diesen wollte ich euch gerne etwas näher vorstellen. Dieser schützt euren Controller und ich würde sagen, bleibt auf jeden Fall dran und schaut euch an, wie die Hülle sich so macht. Bis gleich. Sie oder wir, ich weiß, was ich wähle. Operation abgeschlossen. Gute Arbeit. So, dann schauen wir uns mal ganz kurz den linken Controller von mir an. Und zwar habe ich leider die Hülle etwas später gekauft. Und ihr könnt es vielleicht hier erkennen, da habe ich leider die Wand etwas chauffiert beim Spielen. Ist außerdem meine erste VR-Brille und meine erste Erfahrung mit dem. Und da war ich ein bisschen, ja, übermotiviert und bin dann auch gegen die Wand gekommen. Eventuell wäre das mit der Hülle nicht passiert, denn die Hülle umkreist hier auch die Ränder und schützt diese dann auch. Leider ist es ja nicht im Zubehör mit dabei, deswegen habe ich mir diese von Hersteller D-Stack bestellt. Ich glaube, für knapp 15 Euro waren das auf Amazon. Ich werde es auf jeden Fall verlinken. Da bekommt ihr dann diese Gummi-Silikon-Hüllen von D-Stack für eure Quest 3 Controller und die werde ich euch hier jetzt natürlich auch noch zeigen. Wir haben aber hier standardmäßig bei den Controller solche kleinen Armbänder. Ich fand das immer lästig, wenn ich dann den Controller loslasse, dann hängt er einfach hier so blöd durch die Gegend und kann dann auch irgendwo wieder dagegen knallen und dann hält man ihn doch meistens auch in der Hand fest, bevor man ihn einfach so baumeln lässt. Das hat mich auf jeden Fall gestört, deswegen war ich auf der Suche nach einer Hülle, die außerdem den Controller schützt und bin halt wie gesagt auf diese von D-Stack gestoßen. Schauen wir uns die Hülle auf jeden Fall mal etwas näher an. Wie gesagt, Silikonhülle, ähnlich wie beim Handy, ist weich. Wir haben hier auch eine geriffelte Oberfläche. Außerdem ist hier ein L für linken Controller und bei dem hier ein R für rechten Controller hier oben. Ihr könnt es aber auch nicht falsch einsetzen. Was ist noch zu beachten? Wir haben hier auf jeden Fall alle Sensoren, die am Controller so sind, sind frei zugänglich, auch unsere Trigger. Ihr braucht euch da auf jeden Fall keine Sorgen machen, die verdecken die Sensoren auf jeden Fall nicht. Dann haben wir hier unser Klettband, mit dem ihr dann auch hier das Ganze einstellen könnt. Hier nochmal der Schriftzug vom Hersteller. D-Stack sieht auf jeden Fall auch ganz stylisch aus. Auch das Armband sieht ein wenig aus wie so ein Lederimitat. Ich denke aber, dass es kein echtes Leder ist, aber es fühlt sich auf jeden Fall ganz gut an. Klettverschluss, ganz einfach, aufmachen, dann je nach Größe oder Handfläche dann einstellen und wieder zumachen. Wenn ihr das jetzt immer selber nutzt, diesen Controller, könnt ihr das Ganze hier auch mit diesem Schnellverschluss, der magnetisch ist, öffnen und auch wieder zumachen. Aber ihr könnt es dann auch, wenn ihr es nicht unbedingt zu fest an eurer Hand habt, könnt ihr das dann ja auch immer so wegmachen. Ich mache das aber immer so, ich nutze das Ganze ohne die Standard-Handschleifen hier. Deswegen entferne ich die jetzt auch mal kurz. Ihr wisst bestimmt, wie es geht. Einmal hier drauf drücken, dann kommt ihr ans Batteriefach und könnt dann hier auch das Band einfach entfernen. Und danach machen wir das einfach wieder zu. Ihr könnt es aber auch dran lassen, weil ihr könnt hier unten das Ganze hier durchwursteln und dann passt es auch. Dann nehmt ihr den Controller mit der richtigen Hülle an der Seite und schiebt diesen hier so rein. Dann könnt ihr da noch ein bisschen hier so rumzupfen, das ist ein bisschen elastisch. Und dann kann man das hier alles noch ein bisschen anpassen an den Aussparungen. Und dann seht ihr auch, die ganzen Trigger sind alle hier gut noch nutzbar. Und wie gesagt, hätte ich das vorher gehabt, wäre ich vielleicht gar nicht hier an die Wand dran gekommen und hätte somit auch den Controller nicht chauffiert. Sensoren sind wie gesagt alle frei, die der Controller so hat. Das einzige, was ihr jetzt nicht machen könnt mit der Hülle, ist diese hier auf eurer Ladestation der Quest 3 aufladen. Das geht leider nicht mit der Hülle, aber da so eine Batterie ja einige Zeit gut durchhält, ist es ja auch nicht immer zwingend nötig, auch immer den Controller ständig aufzuladen. Also zumindest bei mir hat jetzt eine Batterie, die ich drin hatte,
circa 2 Wochen gereicht, je nachdem natürlich, wie man spielt, wie lange man die VR-Brille nutzt. Aber wie gesagt, ich finde es jetzt nicht so schlimm und es geht auch ziemlich schnell, dass man die Hülle hier auch herausnimmt. Wie gesagt, ihr könnt das Ganze auch mit dem Band machen. Wir müssen einfach dieses Band als erstes hier so ein bisschen hier so durchwursteln. Schauen, ob ich das ja so schnell hinbekomme. Zack. Und dann einfach so, wie das rein muss, ziehen wir dann diese Hülle einfach so hier entlang. Wenn man das gemacht hat, habt ihr dann auch, wie gesagt, eure Handschleife auch noch mit dran. Könnt diese dann auch nutzen, wenn ihr möchtet. Zur Sicherheit einfach, dass ihr jetzt bei, keine Ahnung, irgendwelchen actiongeladenen Spielen auch noch mal die doppelte Sicherheit dafür habt, um das Ganze hier dann auch noch mal abzusichern, falls mal der Controller irgendwie doch abgehen sollte. Aber was cool ist auf jeden Fall, mit diesem Band hier könnt ihr auch mal eure Finger entspannen und müsst nicht immer den Controller festhalten oder diesen auch so hier rumbaumeln lassen. Das fand ich auch immer ganz blöd, wenn er hier durch die Gegend baumelt. Deswegen finde ich die Hülle auf jeden Fall super praktisch. Was noch gut ist, der Magnet, der hält auf jeden Fall, wenn ihr eure Hand hier drin habt. Das heißt, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, wenn ihr jetzt damit auch herumhantiert und den Controller überhaupt nicht selber festhält, sondern nur hier über dieses Band hier, dann könnt ihr hier wackeln wie verrückt und so weiter und es hält trotzdem. Also der Magnet ist stark genug, um das Ganze hier auch festzuhalten. Ja, das war's eigentlich auch schon von der Hülle. Mehr kann ich euch dazu eigentlich gar nicht sagen. Der Grip ist auf jeden Fall gut. Der ist, wie gesagt, geriffelt. Man hat es wirklich gut in der Hand und kann, wie gesagt, dabei auch die Hand ab und zu mal entspannen. Das Ganze lässt sich auch sehr schnell hier einstellen und außerdem sind alle Sensoren und alle Tasten sind weiterhin nutzbar und ich bin auf jeden Fall mit der Hülle bis jetzt sehr zufrieden. Ich werde es euch natürlich unten verlinken in die Beschreibung, da könnt ihr das Ganze nochmal angucken. Vielleicht gefällt sie euch auch wie mir und vielleicht habt ihr auch andere Hüllen, wo ihr meint, dass diese besser sind, könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Die kostet, wie gesagt, circa 15 € und ist recht günstig. Und ihr bekommt auf jeden Fall hier gut brauchbare Hüllen für eure Quest 3 Controller. Und da kann man echt auch nicht viel falsch machen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen mit der Auswahl der Hüllen für euer Controller. Vielleicht ist es ja auch was für euch. Also mir gefällt es auf jeden Fall. Und schützt auf jeden Fall meinen Controller für die nächste Virtual Reality Session. Und da bin ich auf jeden Fall schon mal gut gerüstet. Als nächstes habe ich mir auch noch für die Quest 3 neue, ja, wie nennt sich das, Headstraps hier gekauft. Das ist ja die Standard und die ist wirklich sehr, sehr unangenehm. Sie drückt hinten am Hinterkopf und hier oben auch. Deswegen habe ich mir zwei verschiedene bestellt. Auch einmal vom Bestech, weil die haben ja viel Zubehör, was Virtual Reality Geräte angeht. Auch für die Quest 2 und so. Ich werde euch das Ganze nochmal verlinken in den Shop. Da könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Da habe ich mir auch einmal ein Headstrap von denen gekauft und das werde ich noch ein bisschen testen und dann ein Video darüber machen, wie die so sind und wie die sich machen. Und noch ein zweites habe ich mir bestellt, auch ein Headstrap, aber mit Akku. Und das Ganze werde ich euch dann natürlich auch noch in einem weiteren Video vorstellen. Also wie gesagt, auf jeden Fall würde ich mich über ein Like freuen, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch kein Video und seid auch wieder beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.